Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist mal wieder der Chris und ich höre auf eure E-Mails. Eine E-Mail hatte mich darauf hingewiesen, dass unser letztes Let's Play Instationeers 3 Jahre her ist auf einem speziellen Planeten. Und in den E-Mails wurde gewünscht, der Mond, das Let's Play haben wir ja dann, denke ich mal, beendet. Und ja, ihr wollt den Mars wieder mal sehen. Ja, weil der Mars, habe ich ja gesagt, ist der einfachste Planet für einen Anfänger. Und ich denke, die meisten von euch, die mit Stationeers anfangen sollten, auf Mars beginnen und wünschen sich halt ein aktuelles Mars-Let's Play. Ja, das Let's Play von damals ist ja so nicht mehr gültig, weil sich ja inzwischen so viel geändert hat. Und ja, die Leute strugglen auf dem Mars tatsächlich immer noch. Aber das ist völlig normal, wenn man das Spiel nicht so gut kennt wie vielleicht ich oder jemand anders. Also ich würde nicht sagen, ich kenne es gut, aber ne, so wie vielleicht der ein oder andere. Man wurschtelt sich halt so durch, aber es gibt halt durchaus Dinge, die kann man vielleicht nicht lösen. Und dann sucht man nach einem Let's Play auf dem Mars und stellt fest, da gibt es gar nicht so viel, weil die meisten Leute auf YouTube sich halt selbst herausfordern wollen und das halt auf verschiedenen schwierigeren Planeten sozusagen machen, das Let's Play. Also wollen wir mal ein Let's Play auf dem Mars beginnen mit euch zusammen. Wie gesagt, es gäbe ja noch Mimas, den hatten wir auch noch nicht, und Asteroidenbelt, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das brauchen wir unbedingt. Auf Mars haben wir natürlich auch eine Abweichung der Sonnen, des Sonnentransits, ja, also wir müssen hier zwei, also horizontal und vertikal trecken, damit wir die maximale Ausbeute rauskriegen. Und ja, wir sehen hier natürlich von minus 53 bis plus 19 Grad Temperatur. Das ist super geil, weil da kriegen wir nämlich coole Sachen rausgefiltert aus der Atmosphäre, können damit auch kühlen und heizen. Heizen in Anführungszeichen, ja. Wir haben eine Atmosphäre, das heißt, wir können auch Energie abstrahlen, beziehungsweise nicht abstrahlen, sondern konvektieren. Also quasi, ja, durch Konvektion. Wie heißt denn das Wort? Konvektion? Konvektieren. Ja, ich glaube, es heißt konvektieren. Wir haben natürlich nur eine ganz leichte Atmosphäre auf dem Mars, wissen wir ja. Ja, weil hier leider ist nicht viel, aber wir können ein bisschen was aus der Atmosphäre ziehen. Das Schöne auf Mars, es gibt alle Eise, das heißt, wir werden da eigentlich auch gar keinen Stress haben mit Sauerstoff, mit Wasser, also Sauerstoff, Wasser und Hydrogen, also Volatiles, also Wasserstoff. Ich denke, das ist, wie gesagt, für den Anfang ein ganz gutes Thema und wir könnten mal gucken, wie ich da so rumeiere, was ich da so treibe. Ja, okay, also wir nehmen den Mars. Wir nennen das Ganze mal Mars EP2, weil wir ja nun schon jetzt in der zweiten Runde sind. Wir spielen natürlich normal. Ja, also ihr könntet jetzt kreativ spielen, das heißt, da habt ihr gar keinen Metabolismus, kein Wetterdamage, gar nichts. Ja, Mining Yield ist mal 5 und so weiter. Das wäre zum Beispiel was für euch, wenn ihr sagt, ich möchte eher so bauen anstatt überleben. Dann gibt es ja die Möglichkeit, eben kreativ zu spielen mit so einem Authoring-Tool sozusagen. Und da kann man halt Sachen bauen, ohne dass man dafür irgendwas besorgen muss. Ja, also man kann es einfach so bauen. Wenn ihr sagt, easy, ja, das wäre vielleicht für den Anfang für euch okay. Da seht ihr auch, dass es gibt keinen Wetterschaden für den Länder. Der Metabolismus und Food Decay, also wie schnell Essen verrottet. Mining Yield mal 2, Lungendamage Rate 8% und ja, der Offline-Metabolismus ist deaktiviert. Ist schon ganz cool. Wir werden normal spielen. Da haben wir natürlich Essen und Trinken ohne Helm. Abzusetzen ist nicht möglich, das heißt, wir müssen unseren Helm absetzen zum Essen und Trinken. Der Wetterschaden zum Länder ist auf jeden Fall an, der Metabolismus ist an, also Atmung hast du nicht gesehen, Lungenschaden ist an und Offline-Metabolismusrate ist bei 10%. Es gibt natürlich hier noch die Stationeer-Version und das ist auch etwas, was ich ganz oft in den E-Mails lese. Chrissy, spiel doch mal auf Hardcore hier, und da sage ich dann ganz ehrlich, nö, habe ich eigentlich keinen Bock, weil das ist Stress und ich möchte ja Spaß am Spiel haben und die Herausforderung muss ich mir nicht geben. Da habe ich gar kein Interesse dran. Ja? Also wenn ihr das so spielen wollt, könnt ihr natürlich auch auf Stationeer spielen. Ist immer gut für YouTube, weil die Leute wollen natürlich sehen, wie es funktioniert und wie andere Leute scheitern. Ja? Aber wir werden normal spielen. Ja, ganz normal, denke ich mal, das ist okay. So, das gibt es natürlich schon, weil ich ja vorher schon mal probiert habe, ob es funktioniert. Wir werden es überschreiben. Wir haben schon die erste Fehlermeldung. Sehr schön. So, machen wir mal gleich das Licht aus. Ah, wir haben hier eine richtig geile Stelle gefunden hier. Alles klar. So, machen wir erstmal alles auf. Gucken wir erstmal, was wir so haben. Ich weiß ja ungefähr, was wir haben. Also von daher ist alles gut. So, wir gucken mal. Wir haben hier schon mal ein bisschen Gold. Oder das sieht, nee, das sieht aus wie Kupfer hier. Kupfer haben wir hier. Okay. Hier haben wir Gold. Das ist geil. Das brauchen wir nämlich gleich.
So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo die Sonne steht. Die Sonne steht da. Okay. Weil wir müssen jetzt unsere Basis auch entsprechend ausrichten, dass wir nachher auch vernünftig Solarzellen benutzen können. Und das Licht macht er einfach mit L an. Ja, es ist eigentlich ziemlich easy. L für Light. Und ich würde sagen, oh, da ist auch Gold. Das ist schön. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen Platz. Die erste Starterbasis sollte so 3x3 sein. Zumindest kann das dann euer Greenhouse werden. Ja, alles andere kann man ja dann immer noch bauen. Das ist kein Thema. Ich würde sagen, den Eingang machen wir nach hier. Wir gucken kurz, wo die Sonne rumläuft. Die Sonne läuft so rum. Ja, 90 Grad ist da. Hier haben wir die 78 Grad Dings. Genau, dann können wir die Tür hier hinbauen. Das ist okay. So, wichtig ist auch immer, dass ihr möglicherweise, wenn ihr hier rumlauft auf dem Planeten, könnt ihr natürlich hier euer Klebeband eigentlich wegpacken, weil theoretisch braucht ihr das Klebeband so nicht, wenn ihr nicht irgendwie minern geht. Ja, bei minern braucht ihr das Klebeband auf jeden Fall. Sollte man immer dabei haben, weil es passiert halt schon mal, dass man irgendwo hängen bleibt und dann geht der Anzug kaputt, ne? Durchschweißen. So, bei der Gelegenheit benötigen wir natürlich noch einige, ja, wir benötigen noch einige Dinge, die wir so schon mal vorbereiten können. In diesem Fall würde ich euch auf jeden Fall auch raten, schon mal vorher sich zu überlegen, wie man dann seine Basis aufbauen will. Das sag ich euch jetzt so. Ich mache das ja sowieso immer anders, ja, das wisst ihr ja. Und dementsprechend, ja, müssen wir dann mal gucken, wie das dann für euch dann am besten ist. So, wir haben hier unser Greenhouse und wir werden hier auf der Seite, werden wir jetzt noch einen Platz, ach Mensch. Auf der Seite werden wir jetzt noch einen Platz machen, wo dann jetzt unsere ersten Filtrationen und sowas sein werden und unser Bauplatz, ja, dass wir hier quasi unsere Geräte aufbauen können, um dann sozusagen hier mal schon mal zu filtern, dann fürs Greenhouse, um dann die Autolays aufzubauen, ne? Also quasi, dass wir hier ein bisschen loslegen können. Das müsst ihr nicht durchschweißen. Kann natürlich sein, dass wir davon jetzt wieder ein paar Sachen zurückbauen müssen, weil wir die Iron Sheets dann brauchen noch, ne? Was jetzt aber auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass wir unsere Energieversorgung als allererstes erstmal aufbauen. Und dazu brauchen wir hier unser Solarpanel. Dann brauchen wir unser. Wo ist es? Wo ist es? Ist ja, hier ist die APC, genau. Dann brauchen wir unsere APC. Wie gesagt, wir gucken mal, die Sonne läuft so rum. Also würde ich sagen, damit wir hier einen ganzen Tag ein bisschen Sonne haben, machen wir das mal nach da. Dann machen wir hier unsere APC gleich dran. Ja, dass wir da gleich einen Akku haben, der geladen wird. So. So ist das schön. Machen wir mal auf das Ding. So, ja, jetzt können wir hier natürlich, weil wir haben jetzt natürlich noch nicht so viel Möglichkeiten, weil wir natürlich nicht viel Platz im Inventar haben. Da müssen wir jetzt immer hier ein bisschen rumbasteln. So, das ist alles gut soweit. Wir können ja erstmal die Wände dann auch noch bauen. Die können wir noch mitnehmen. Hier können wir schon ein paar Sachen rausnehmen, die wir nicht mehr brauchen im Inventar. Also Pille und so brauchen wir erstmal noch nicht. Wie gesagt, ich nehme jetzt auch das Ducktape raus. Solltet ihr nicht machen. Das Ducktape solltet ihr immer am Mann haben. Oder an der Frau. Je nachdem, was ihr eben seid. Ja. So, jetzt haben wir natürlich was vergessen. Was haben wir vergessen? Genau, wir brauchen noch die Scheiben. Da müssen wir jetzt leider immer Licht anmachen, weil ja, der Länder steht halt im Schatten. Da sehen wir natürlich nichts. So, haben wir dran. Jetzt können wir hier schon mal das Kabel dran machen, dann wird auch der Akku geladen. Der ist jetzt im Moment noch voll, aber der wird ja dann auch leer werden. Ja. So, alles klar. Jetzt wird der auch geladen. Gucken wir mal. Guck mal, 270 Watt. Sehr schön.
So, jetzt holen wir uns mal die Wände, bauen erstmal grob unseren Raum hier auf. Wir müssen ja, oder die Wände haben wir schon bei, wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen, es wird ja irgendwann auch hier Sturm geben und dann ist unser ganzer Scheiß hier verschwunden. So, das sind jetzt Eisenwände. Ja, warum das jetzt so nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ja. So, das wird jetzt unser Raum. Da müssen wir natürlich hier auf dem Mars auch ein bisschen aufpassen. Wir werden auf jeden Fall auch Temperaturprobleme kriegen, weil natürlich die Sonne hier reinbrennt. Ja, logischerweise. Das heißt, wir müssen dann auch zeitnah uns überlegen, wie wir das Ganze dann kühlen. Da ist natürlich dann die Frage... Ach, wir werden jetzt erstmal die Sheets erstmal noch aufheben. Da ist natürlich dann die Frage, wie wir das dann später handhaben wollen mit der Kühlung. Ich persönlich muss sagen, die Sonne ist ziemlich gut auf dem Mars. Das heißt, man kann schon auch einfach Solarzellen bauen und dann kann man auch Klimaanlagen benutzen. Finde ich jetzt prinzipiell nicht so schlimm, sage ich mal, auch Klimaanlagen zu verwenden. Man könnte natürlich später im Late Game, kann man natürlich auch mit den Dings... kühlen, ja, also mit den mit der Atmosphäre. Das machen wir dann später auch. So, hier ist die Autolase und die Arc Furnace brauchen wir natürlich auch. Und das würde ich dann jetzt mal hier hinstellen, einfach so. Die Autolase und die Arc Furnace können wir ja auch hier direkt daneben stellen. Das ist quasi zum, ja, zum Tüdeln. So, wir brauchen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, brauchen wir Iron Sheets. Ja, genau, Iron Sheets in der rechten Hand, deswegen habe ich jetzt nicht alle verbaut. So, dann brauchen wir Dingens. Ich glaube, dann brauchen wir nochmal Plastik Sheets oder so. Das ist immer irgendwie, ich verstehe es immer nicht, wie rum das... Ach, ich habe das Ding verkehrt rumgebaut. Ach, Mensch, ey. Naja, ist egal. So, gucken wir mal, Wirecutter, genau, Entschuldigung, ja, ich habe es verkehrt rumgebaut, tut mir leid, es tut mir leid. Wrench, glaube ich, nee, Angle Grinder. Ja, aber wie gesagt, auf dem Mars habt ihr eigentlich genug Zeit für alles. Also, eigentlich ist es nicht so, dass man jetzt am Anfang irgendwie gleich Angst haben müsste oder so, dass man hier verstirbt, das ist nicht so. Ja, also da hat man schon ein bisschen... Man hat schon ein bisschen Ruhe. Also es ist ja im Prinzip alles verfügbar. Wasser, Sauerstoff, es ist eigentlich alles da. Da braucht ihr euch eigentlich keine Gedanken machen, dass ihr da irgendwie Probleme kriegt. Und ich glaube, es waren jetzt noch Plastic Sheets, ne? Ja, Plastic Sheets. Gut, dann müssen wir die noch holen. Wichtig ist die Energieversorgung, dass die halt zeitnah aufgebaut ist. Das ist das Allerwichtigste, weil ohne Energie kommt ja nicht weiter. Eigentlich müssten wir den Raum jetzt auch schon mit Sauerstoff füllen, um jetzt quasi dann jetzt gleich unser Wasser sozusagen zu trinken und unser Essen zu uns zu nehmen. Da mache ich dann immer die erste Runde, mache ich jetzt einfach den Helm auf und dann ist gut. Ja, also ich bin dann so einfach, dass ich das so mache. Das ist natürlich nicht schön, weil eigentlich müsste man ja jetzt schon eine Atmosphäre haben. Könnte man jetzt auch schon bauen, wäre kein Problem, den Raum jetzt schon mit Sauerstoff zu füllen. Aber für mich ist das jetzt hier nicht wichtig. Die erste Runde machen wir so. So, dann haben wir hier im Prinzip schon unser erstes Gerät fertig. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen jetzt Mining betreiben. Das können wir jetzt gleich machen. Wir haben ja hier schon gesehen, dass hier rundherum irgendwas war. Also Kupfer ist zum Beispiel immer gut. Kupfer brauchen wir auf jeden Fall. Ja, Kupfer werdet ihr in ganz großen Mengen brauchen. Wir werden ja ohne Ende Kabel herstellen und auch Dinge, die Kupfer benötigen. Was jetzt hier natürlich nervig ist bei Mining, ist am Anfang, dass der Miner natürlich unglaublich langsam ist. Ja, kann sich natürlich dann auch überlegen, ob man dann jetzt schon einen DeepMiner oder irgendwas baut und dann vielleicht später dann also eine normale Zentrifuge nimmt oder so. Ja, die kann ja laufen, braucht man aber auch Strom für. Ist so für den Anfang eher nicht so praktikabel. Ja, da geht man jetzt lieber meinen, sucht sich jetzt hier was raus. Hier war gerade noch irgendwo was, genau. Man muss jetzt nicht 2 Stunden hier rum vorwerken. Hat man die Zeit, hat man eh nicht.
Wichtig ist halt immer bei Mining aufpassen, gerade hier, wenn man Planeten hat mit Atmosphäre. Man ditcht gerne mal irgendwo an und dann ist der Anzug kaputt und dann ist das Bein dicke, weil da muss man nämlich ganz schnell sein Tape suchen. So, immer gucken, wo ist die Basis, ja, Volatiles brauchen wir noch nicht, also brauchen wir dann gleich, also jetzt aktuell noch nicht. Wir brauchen ein bisschen Gold für den Anfang. Ich würde mal sagen, so 20, ja, eigentlich reichen auch 10 schon für den Anfang oder 5 Gold, aber ich guck mal, dass ich hier vielleicht ein bisschen was finde. Mining hier im Let's Play werden wir nicht sehen, ich werde das alles offline machen, also zumindest soweit es eben geht. Und jetzt am Anfang werden wir natürlich Mining betreiben, damit ihr ungefähr wisst, was los ist. Ja, damit ihr ungefähr seht, so, was man so als erstes braucht. Wir brauchen jetzt den Electronic Printer und den Atmospheric Pipebender. Ich werde das Spiel auch weiter in Englisch spielen. Ja, also die meisten Leute haben ja auch schon geschrieben, haben gesagt, Chrissy, warum spielst du nicht mal Deutsch? Naja, die deutsche Übersetzung von Station News ist unterirdisch. Also ich finde da nichts mehr wieder. Ich habe mal probiert, ein Let's Play für euch aufzunehmen in Deutsch. Das geht gar nicht. Ja, also das, ich finde nichts wieder im Spiel, wenn ich hier das in Deutsch mache. So, okay, das haben wir. Jetzt brauchen wir, gucken wir, wo ist unsere Basis. Jetzt habt ihr schon verloren, Alter. Das ist, so schnell geht das. So schnell geht das. Da ist sie. Alles klar. So, jetzt brauchen wir noch Eisen. Basis ist links von uns. Immer auch die Energie im Auge behalten, ne? Da leuchtet was Grünes. Im Dunkeln zu minern ist natürlich eigentlich blöd, weil man findet eigentlich nichts. Aber doch, hier ist doch, guck mal, hier ist alles, was wir brauchen. Hier ist sogar noch Gold, habe ich gerade gesehen. Das können wir dann auch noch mitnehmen. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Eisen. Wir müssen nämlich noch ein paar Frames bauen. Und Wände und sowas alles und Scheiben reinmachen, damit wir da safe sind für den nächsten Sturm. Jetzt muss ich mal niesen. So, da ist er wieder. Erstmal schön abgenießt. So, hier ist nicht viel Eisen scheinbar. Ja, das ist immer nicht so schön, gerade am Anfang, wenn man da nach Eisen suchen muss, weil man, normalerweise hat man eigentlich ziemlich große Eisenvorkommen. Aber Gold ist auf jeden Fall hier, das ist schon mal geil, weil Gold brauchen wir wirklich. Wenn ihr dann so ein Erzvorkommen nicht ganz ausschöpft, weil ihr sagt, so, ich fräse jetzt nicht alles weg, ja, dann lasst es nicht so stehen, weil dann sieht man nämlich nicht, was hier war, sondern legt ein so ein Erz frei und im nächsten Run, wenn ihr hier vorbeikommt, dann seht ihr, ah ja, hier ist so ein, ja, so meine ich es jetzt, ne, jetzt wisst ihr gar nicht, was hier drin war, legt jetzt ein Erz frei, so wie ich es jetzt hier mache, so, und wenn ihr hier nämlich das nächste Mal vorbeirennt, dann seht ihr das Gold und dann sagt er euch, ach ja, guck mal, das war ja Gold, genau, ja. So, wir brauchen aber erstmal noch ein bisschen Eisen hier. Das ist hier im Dunkeln natürlich immer blöd. Hier ist ein Berg. Wir müssen immer uns überlegen, wo unsere Basis ist. Es wird jetzt auch gleich irgendwann... Hier. Es wird jetzt auch gleich irgendwann das erste Mal so sein, dass wir... ja, das war jetzt hier... uns eine Atmosphäre machen müssen. Das kann man jetzt hier auf dem Mars ganz einfach machen. Wir haben ja jetzt hier, gerade habt ihr gesehen, Oxide geholt und mit dem Oxide können wir dann jetzt gleich uns eine Atmosphäre in der Basis machen, wenn wir die Scheiben drin haben. Das könnte man jetzt eigentlich schon sofort machen. Ja, also man muss jetzt nicht ewig rumeiern oder so, sondern man könnte jetzt hier sofort eine Basis sozusagen machen. Ja, also, und da ein bisschen Oxide rein, man muss das nicht mal leer pumpen. Das ist, die Atmosphäre ist so gering auf dem Mars, dass man einfach hier Oxide in gewisser Menge reinlässt und dann kann man hier drin schon atmen. So. Das sind natürlich Eisenframes, ja. Müsst ihr natürlich wissen, Eisenframes halten auch nur einen gewissen Druck aus, ja. Also da bitte aufpassen. Genau, die anderen Frames halt auch, ja. So, jetzt haben wir keine mehr, alles klar. So, wir haben noch ein bisschen Energie in unserer Batterie, das heißt, wir werden jetzt hier gleich mal ein bisschen Eisen schmelzen.
Eisen geht mit auch am schnellsten. Wichtig ist zu wissen, dass Gold und Silizium und sowas, also Silicon, ist sehr schwer zu schmelzen in diesem Ofen hier. Das dauert ewig. Ja, also da müsst ihr auf jeden Fall auch aufpassen. Wichtig ist auch, dass der Ofen draußen steht, weil der natürlich Gase ausstößt. Ja, die Gase nämlich, die in den Erzen drin sind. Und ja, dementsprechend sollte man das auf jeden Fall beachten. So, jetzt können wir hier schon mal ein paar Scheiben reinmachen. Da, wo wir es eben können, können wir schon mal Scheiben reinmachen. Denn das wird sich natürlich dann nachher so ergeben, dass ich wieder irgendeine Scheibe vergessen habe. Aber ist nicht schlimm, werden wir denn schon sehen. Kann man hier einfach so lang gehen, dann sieht man das schon, ob es gelb wird. Und ihr seht schon, wir haben einige noch vergessen. Na, so. Ja, einfach die Maustaste gedrückt lassen und dann läuft man hier so lang und dann sieht man schon, wenn irgendwas gelb wird. So, was wir jetzt auch noch einbauen können, sind die Türen. Die sind ja hier, wo ist denn hier mein Länder? Da ist der Länder, genau. Da müssten wir jetzt hier irgendwo auch Türen haben. Das muss eine gelbe Kiste sein, glaube ich. Wo sind die Türen? Ne, das ist der Solid Generator. Das sind nicht die Türen. Da sind die Türen, genau. Die können wir auch schon einbauen. Da nehmen wir aber natürlich eine Composite Door, ist ja klar. So. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gleich Glasscheiben, genau. So, jetzt wären wir ja schon safe, sage ich mal. Ja, wir können ja die Türen von Hand auf und zu machen. Das heißt, da wären wir schon safe. So, was wir jetzt noch brauchen, ist der Passive Vent, der Active Vent. Hier muss irgendwo ein Active Vent sein. Hier ist ein Active Vent. Und ein paar Pipes können wir schon mal nehmen. Wir haben ja leider keine anderen Pipes. Also, oh Mensch, jetzt habe ich es wieder getauscht hier. So. Dann machen wir das Licht aus. Batterie sparen. Achso, wir haben noch keine Scheibe oben drin. Ah. Warum haben wir noch keine Scheibe oben drin? Weil wir noch keinen Stahlrahmen dran haben, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ja, haben wir. Jetzt haben wir es. So, alles klar. So, ich baue das immer nach dem gleichen Schema auf. Ja, in dem Fall hätten wir jetzt eine Temperaturbrücke, ja, weil wir ja unisolierte Rohre haben. Das ist aber nicht schlimm. Für den Anfang reicht das vollkommen aus. Na, so, wir machen das Licht mal aus. Also vor dem Sturm werden wir jetzt auf jeden Fall schon mal geschützt. So, das müsste jetzt hier fertig sein, genau. Und jetzt schieben wir mal das Kupfer durch. Sonne bringt natürlich jetzt noch keine Leistung, ist klar. Aber ist nicht schlimm. Und wir machen jetzt Iron Sheets. So, gucken wir mal, welche wir vergessen haben. So, jetzt haben wir hier überall Fenster drin. Wir gucken mal, wir sehen ja diese Linien von den Scheiben. Kontrollieren wir mal. Ja, haben wir. Ja, die Monks unter euch sagen natürlich, oh, hier der eine ist so, das ist so. Ja, spielt keine Rolle, Hauptsache es ist dran. So, eine Schleuse haben wir ja noch nicht. Ach so, ja, wartet mal, wir müssen ja jetzt hier noch, schon mal was vorbereiten. Und zwar müsst ihr oder braucht ihr am Anfang noch kein Passive Vent, sage ich mal, hier verwenden. Also ihr könnt das natürlich, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch einfach das Rohr nehmen. So.
Jetzt haben wir natürlich unsere Energieversorgung hier und unsere Tür ist da hinten. Ja, das bedeutet, wir brauchen viel Kabel. Da haben wir wieder nicht nachgedacht. Aber was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, wenn wir jetzt Kupfer und Gold geschmolzen haben, dass wir dann erstmal den Dings bauen. Jetzt lädt er auch. 107 Watt, sehr schön. Den Dings, genau. Dings, seitdem ich Dings kenne, kann ich die Welt erklären. So, wir können jetzt mal hier ein bisschen tricksen. Wir machen jetzt mal hier die Tür zu. So, ist die Tür zu hier. So. Auch nur eine Tür zumachen, ist egal. Ihr seht jetzt hier, sind 2 Kilopascal drin. Also wir können uns das ja mal angucken. Wir könnten uns das angucken, wenn ich nicht das Tablet verloren hätte. Atmos Analyzer, und da sehen wir hier, ne, hier ist ein bisschen was drin, aber wir können natürlich hier nicht atmen, ja, weil es ist auch viel zu niedrig, der Druck und so weiter, und es sind auch Pollutants da. Pollutants sind schlecht für die Atmung, aber man kann jetzt hier zum Beispiel Sauerstoff reinlassen, ja, also Sauerstoff-Eis, und dann seht ihr dann schon, dann geht das hoch, ja, und natürlich, Pollutants sind schlecht, ja, dementsprechend kann man jetzt, könnte man jetzt hier drinnen auch den mobilen Dings reinbauen. Wir können mal gucken hier, ob wir die Tür aufmachen, Fenster aufmachen können hier. Wir müssen erstmal den Helm anlocken, damit wir den aufkriegen. Und den jetzt mit I. Ja, wir können hier drin atmen. Alles ist gut. Also trinken wir mal schnell ein bisschen Wasser. Und essen wir mal schnell was. So, ja, da seht ihr also, ohne dass wir jetzt hier irgendwas haben, ohne dass wir eine Kühlung haben, ohne dass wir irgendwas hier rumbasteln, haben wir im Prinzip schon hier einen Raum. Ja. Dadurch, dass wir natürlich Eis ohne Ende haben, spielt das auch keine Rolle, wenn jetzt hier die Welt verloren geht, also die Atmosphäre, ja, weil wir hier noch keinen Strom und alles dran haben, spielt keine Rolle, weil wir haben genug. Hier das Eis, ja, wir können also da drin jederzeit wieder Sauerstoff erzeugen, wenn wir das wollen. So, der ist fertig. Das heißt, jetzt schieben wir mal das Gold da durch. Nehmen wir mal hier den Einbrechersimulator weg. So, aber wir brauchen wahrscheinlich Gold für den Elektronik-Sprinter. Das ist der nächste Printer, den wir bauen sollten. Ja, wir brauchen auch noch mehr Eisen. Das ist aber gut, weil jetzt scheint nämlich gerade die Sonne. Jetzt können wir nämlich mal gucken, wo wir hier Eisen finden. Guck mal, hier ist Eisen direkt um die Ecke. Müsst halt immer gucken, wo die Sonne gerade ist. Wie gesagt, wenn man Glück hat, dann findet man eine schöne große Eisenader. Ich hatte jetzt neulich mal so ein bisschen für mich gespielt. Ich spiele ja auch für mich, ohne euch, ja. Und da hatte ich eine richtig geile Goldader gefunden. Da habe ich irgendwie 200 Gold oder sowas rausgeholt. War schon ein bisschen geil. So, was wir jetzt natürlich auch falsch gemacht haben, ist, wir haben natürlich unser Licht angemacht, weil wir das brauchen. Dann sehen wir hier unten in dem Loch nichts. Aber wir hätten jetzt am Tage, wenn die Sonne scheint, hätten wir unseren Anzug-Akku nehmen müssen und hätten den laden müssen und hätten den aus der APC in unseren Anzug gepackt. Ja, weil dann haben wir den immer voll tagsüber. Und wie gesagt, alles, was wir eben nicht brauchen an Energie mit unseren Geräten, das geht ja in den Akku rein, ne? Und den brauchen wir natürlich nicht nur zum Überleben, sondern auch für unsere Geräte. Jetzt am Anfang haben wir natürlich noch nichts groß, ja. Also wir müssen dann jetzt auch zeitnah den Ofen bauen. Also quasi die Furnace. Oh, hier ist scheinbar nichts mehr. So, rechts von uns ist unsere Basis, alles klar. Hier ist noch ein bisschen Kupfer, das nehmen wir natürlich noch mit. Aber wir brauchen primär Eisen, ja. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, dass wenn man hier rumrennt, dass man eben nicht zu sehr sich ablenken lässt. Blei ist ja auch schon. Dass man sich nicht zu sehr ablenken lässt von dem, was man eigentlich braucht. Ich nehme mal noch schnell ein bisschen Oxide mit. Was wir denn nachher da nochmal in den Raum reintun können. Volatiles würde ich in dem Raum jetzt nicht reinmachen. Dann habt ihr Spaß. Das gibt ein großes Feuer. Kann ich euch sagen. Da fliegen auf jeden Fall die Scheiben raus. So. Hier hätten wir Wassereis, das ist gut, aber ich suche eigentlich Eisen. Natürlich wird man hier am Berg vermehrt Eisen finden, klar, logisch. Ja, da oben sehe ich es doch zum Beispiel schon mal. Oben haben wir zum Beispiel Kohle auch, das ist schon mal gut zu wissen. Aber das sieht eher aus wie, ja doch, das ist Eisen. Ja, guck mal, hier haben wir schön Eisen. Und wie gesagt, wenn ihr Planeten mit Atmosphäre habt, bitte passt auf, dass ihr nicht irgendwie euch den Helm anditscht, weil dann müsst ihr ganz schnell zurück an die Basis. Theoretisch habt ihr ja euer Ducktape dabei, habe ich euch ja gesagt. Sollte eigentlich schon mal dabei haben. Ich habe es jetzt nicht bei. Ja. So, machen wir mal Licht an, damit wir auch was sehen.
Ah ja, guck mal, das ist doch eine schöne Eisenader hier. Die ist doch schön. Guck mal. Und wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, ihr seid fertig mit Mining, dann minert noch bis zu einer Stelle, wo ihr dann noch ein bisschen Erzen mal anzeigen lassen könnt. Also sozusagen, oder ihr merkt es euch. Also dass ihr quasi einen Chunk überlasst, ja, dass ihr wisst, was hier vorher mal war. Weil hier sind meistens noch Erze unter der Erde, die ihr gar nicht seht. Okay, so, ich mache das jetzt nicht. Wie gesagt, ich erzähle euch ja immer, was ihr machen sollt und mach's nicht. Das kennt ihr ja. Hier haben wir noch ein bisschen Oxide, das nehmen wir noch mit. So, das andere Oxide lassen wir da stehen. So, haben wir noch Solarenergie? Haben wir wahrscheinlich nicht mehr. Oder lädt der noch? Ja, lädt noch. Okay, dann können wir hier die Akkus mal schnell tauschen. Ja, so, der ist fertig. Das heißt, wir schieben wieder Eisen durch. Zack. Und jetzt bauen wir hier mal den Elektronik-Sprinter. Der ist nämlich wichtig. Achso, ich habe kein Eisen geschmolzen, sondern Kupfer, ne? Ja, okay. Nee. Dann müssen wir jetzt erst auf das Eisen warten. Obwohl, wir können das jetzt einmal kurz unterbrechen. Dann schmeißt der ein bisschen Eisen raus. Dann starten wir wieder. Ob das schon gereicht hat? Ja, es hat gereicht. Okay, gut, dann baue ich mal den Elektronik-Sprinter. Das war die erste Folge auf dem Mars. Ja, man kann also quasi in den nächsten 4 Folgen hat man schon Greenhouse und alles. Das kann man, kriegt man alles hin. Wir müssen ja dann CO2 filtern für unser Greenhouse. Kriegen wir auch hin. Temperaturregelung machen wir. Und ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss, euer Chris.